Jo Leute, Magstar hier und weiter geht's mit der Mission Rasserei, Leute. Und ja, unsere Mission ist jetzt mal, finde die Kriegsgeistkammer. Okay, gut, dann würde ich doch mal sagen, gehen wir natürlich auf die Suche, Leute, und erledigen wir das natürlich, Leute, ja? Gut, so, ich werde jetzt natürlich wieder die gute Waffe wählen. Vielleicht muss ich irgendwann nochmal nachschauen. Es könnte sein, dass ich vielleicht schon längst Chancen habe auf bessere Waffen und andere Waffen. Also, das könnte schon noch sein. Ich muss da wirklich mal mich mehr erkundigen in diesem Spiel. Könnte ich wirklich mal machen, weil andere Waffen wären vielleicht auch nicht ganz so schlecht, Leute. Vielleicht würde ich mit denen sogar noch mehr erreichen und wären vielleicht noch viel besser. Also, wenn dann natürlich immer mehr Gegner kommen, hätte ich dann wahrscheinlich dann auch viel mehr Vorteil mit deiner anderen Waffe. Aber ja, bis jetzt ging es ja mit diesen zwei, drei Waffen eigentlich auch gut. Vor allem mit dem Raketenwerfer waren wir natürlich super unterwegs in den letzten Folgen. Also, ja, es kamen natürlich schon immer wieder mehr Gegner, aber eben. Ich habe alles überstanden, Leute, und wir haben es gemeinsam geschafft. Hat Zavala vor, die Allmacht anzugreifen. Okay. Er hat sich wohl gedacht, Gaul hat einen Sonnenzerstörer? Ich brauche keinen Plan. Ich renne einfach mit dem Kopf dagegen. Okay, du rennst einfach mit dem Kopf dagegen, alles klar. Na gut, ja, wir sind jetzt hier ein bisschen am Laufen, also ich muss sagen, dieses Gebäude hier oder was auch immer, sieht jetzt da ziemlich groß aus, dieses Teil oder diese Station, weil wir müssen ja vorstellen, das könnte auch eine Raumstation vielleicht sein, weil das gibt es ja auch jetzt hier. Wir reisen ja rundherum um Planeten, Leute, also kann das gut aus möglich sein. Und hier oben sollten schon die ersten Gegner sein. Ja, hier sind sie schon. Ignoriere sie einfach. Du und ich können uns später um sie kümmern. Okay, ich ignoriere sie einfach. Okay, eigentlich sollte ich sie ignorieren. Okay, jetzt tue ich zwar etwas ganz anderes. Oh was, die bekämpfen sich sogar, obwohl eigentlich alles Feinde sind. Also Feind gegen Feind, weil man vielleicht nicht auf dem gleichen Planet ist oder was. Okay, das finde ich jetzt wirklich merkwürdig. Das finde ich jetzt ganz merkwürdig, Leute. Dass sie sich gegenseitig bekämpfen, obwohl beides so quasi beim bösen Team ist, habe ich das Gefühl. So. Wir haben noch einen Bohrer gefunden. Der hier ist riesig, verdammt riesig. Gut, dieser Bohrer hat einen Eingang zur Kriegsgeistkammer gebohrt. Der Scanner ist da drin. Dieser Bohrer, was? Schicken wir die Bohrersteuerung und schaffen Platz. Okay, Leute, ja. Hier hat es wieder mega viele Gegner. Nee, nee, nee. Okay, ist schön eliminiert, das ist sehr gut. Ja, also eben, ich glaube, gegen alle kann ich nicht antreten, weil es wären, glaube ich, so oder so immer mehr. Zwar jetzt weiß ich es nicht, aber eben, ich muss auch aufpassen, dass sie mich nicht von hinten angreifen. Okay, dass es da wieder Gegner hat, damit war ja schon zu rechnen. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Sofort Raketen auf die schießen. Okay, ich glaube, es hat auch damit zu tun, weil das eben andere Hüter sind. Anscheinend, diese gegnerischen Hüter könnte auch wirklich sein, dass sie sich bekämpfen. Hätte ich eigentlich gar nicht gedacht. So. Okay, gegen den können wir auch diese Waffe einsetzen. Das sollte kein Problem sein. So. Hier irgendwo sollte natürlich der zweite Bohrer sich... Der Strom läuft, aber der Bohrer ist im Weg. Ha, was für eine überaus ärgerliche Hingabe für Sicherheitsstandards. Okay. Es muss noch eine manuelle Betätigungsmöglichkeit auf der Basis geben. Alles klar, neues Ziel. Okay, das nächste Ziel ist... Betritt die Kriegsgeistkammer. Okay, gut. Dann würde ich sagen, tun wir das. Ich finde es unfassbar, dass diese... Das sollte, glaube ich, der Bohrer sein. Genau, das ist der Bohrer, Leute. So sieht auf jeden Fall dieses Riesenteil hier aus. Gut, dann würde ich doch mal sagen,
gehen wir gleich mal hier rein. Vielleicht sieht man es jetzt hier ein bisschen besser, ne? Also schon ziemlich riesiges Teil, ne? Von parakausaler Energie fest. Die sterilen Neutrinopartikel haben sich verfünffacht. Will meinen, Vorsicht vor den Besessenen. Du brauchst einen Übersetzer, Escher. Eben, also dass sich die Besessenen auch noch gegenseitig gegen andere feindliche Einheiten, wo mich bekämpfen wollen, auch noch fertig machen, das ist das, was ich komisch finde. Nein. Okay, die sind down, sehr schön. Gut, dann sammle ich das natürlich ein hier. Können wir, glaube ich, gut benötigen. Oh nein, oh nein. Bitte sag das nicht wahr. Okay, sehr schön, bekämpft. Das ging jetzt aber ziemlich schnell, dass wir so einen Riesen bekämpft haben. Ich mach mich bereit auf den nächsten. Oh nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Eben genau aus diesem Ding, aus diesem Grund wollte ich diese großen sehr schnell loswerden, diese großen Riesengegner. So, der nächste Punkt sollte gleich wieder in der Nähe sein. Bis jetzt läuft wieder alles ziemlich wie am Schnürchen, Leute. Also ziemlich super einfach. Ausgangsraubungsstätte, okay. Alles klar. Wir sind jetzt hier in dieser Zone, keine Ahnung, was ich hier tun muss. Okay. Bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt, ne? Ich habe jetzt das Ziel hier erreicht, aber eben, was ich hier jetzt genau tun muss. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, ich muss mich hier sogar durchkämpfen. Ja, ich sehe feindliche Einheiten, Leute. Die müssen... Oh shit. Alter, was zum Himmels Willen ist das, bitteschön? Shit. Scheibenkleister. Oh nein. Das Fiese ist... Oh, jetzt... Okay, okay, jetzt sehe ich sie wieder. Komm her. Kommt her. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh nein, ah nein. Oh, hier ist er, hier ist er. Bekämpfen. Sehr gut. Okay, der wird bekämpft, Leute. Jetzt geht mal Action ab, ne? Jetzt lasse ich das ein bisschen rasen hier. Oh mein Gott, oh mein Gott. Da hat es einen ziemlich heftigen. So, den schalten wir auch schnell aus. Gute Arbeit. Okay, alle ausgeschaltet. Sehr schön. Okay, ich muss jetzt hier nach oben hüpfen. Ah, Mann. Sehr gut, jetzt. Okay. Gut. Bohrsteuerung überschreiben. Okay, ja, mach ich. Ich glaube, der Bohrer läuft. Okay, der Bohrer sollte laufen. Zur Bohrstelle und geht in die Kriegsgeistkammer. Ich kann es kaum erwarten, Vuvuzelas Plan, die Allmacht anzugreifen, zu diskreditieren. Okay, ja, das finde ich auch ziemlich nice. Oh nein, 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 nein. Rückzug, Rückzug. Okay, hier ist der Ort, wo ich mich ein bisschen in Deckung begeben kann. Sehr gut. Okay, diesen Riesen hier müssen wir besiegen, ne? Sehr gut. Okay, jetzt können wir wieder weitergehen. Oh was? Ja, die bekämpfen sich, glaube ich, wirklich auch noch gegenseitig. Aber trotzdem muss ich die ausschalten. Oh mein Gott, jetzt habe ich alle noch gegen mich. Das gibt ja eine richtige Dreierschlacht, oder wie man das nennen will. Alle gegen alle ein bisschen, ne? Okay, aber wenn die sich gegenseitig bekämpfen, habe ich vielleicht einen Vorteil, dass von den anderen
Hüter nicht mehr so viele Leben von den gegnerischen. Okay, den habe ich ausgeschaltet. Sehr schön, hat es noch weitere hier. Okay, jetzt nehme ich wieder diese Waffe, Leute. Für diesen Fall nehme ich wieder diese Waffe, komm. Komm schon. Ey, wo ist das? Ja, genau, das habe ich gesucht. Komm. Nein, 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 der will sich jetzt gerade nicht zeigen, ja. Oh Leute, ja, der hat natürlich Deckung gehabt durch diese Scheiben oder durch diese Panzerung rundherum. Deswegen hatte ich keine Chance. Jetzt habe ich ihn besiegt mit dem Raketenwerfer. Also, was genau ist ein Kriegsgeist? Eine Art künstliche Intelligenz, um die Menschheit gegen das Unbekannte zu verteidigen. Okay, gut. So. Wow, der bevor du durch die Kriegsgeistkammer einstürzt. Okay, was muss ich jetzt genau tun? Oh mein Gott. Ja, ich muss dorthin gehen. Shit. Shit. Scheibe, Mann, ich hab keine... Nein! Oh mein Gott, ey. Nein, 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 nein. Ich hab keine Zeit, ey. Nein! Sehr gut. Oh nein, 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 nein. Okay, sehr schön. Komm, Bohrer aufheben, komm, ja, sehr schön. Endlich. Lass uns den Kriegsgeist finden. Oh mein Gott, es geht anscheinend immer noch nicht, oder was? Okay, neues Ziel, sehr gut. Scanne die Allmacht mit Hilfe des Kriegsgeist-Netzwerks, okay. Die sind sich gegenseitig am Bekämpfen. In dieser Zeit kann ich da denen mal aus dem Weg gehen, Leute. Die bekämpfen sich selber noch. Sehr gut in dieser Zeit. Eben, gutes Ablenkungsmanöver, Leute. Keiner greift mich im Moment an. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Oh nein, jetzt gehe ich besser aus dem Weg. Escher, Ikora, wir sind auf dem Weg in die Kammer. Oh nein, 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 nein. Ich muss jetzt irgendwie hier... Was muss ich... Scheibe, Mann, was muss ich tun? Ich muss, glaube ich, wirklich hier runter. Ja, genau. Das wird ein Spaß. Ich werde Zavala fragen, ob er mir die Zerstörungskapazität der Allmacht in Zeta-Joule nennen kann. Und er wird sagen... So, jetzt bin ich mal erstmal weg von den Gegnern, Leute. Ignoriere Escher. Finde den Kriegsgeist, verbinde ihn mit dem Netzwerk und wir erledigen den Rest. Okay, sehr schön. Komm, der nächste bitte. Sehr schön, oh, ouch, das tat weh. Da sind noch mehr. Oh nein, 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 nein. Okay, für das nehme ich besser wieder diese Waffe. Shit.
Ich gehe in Deckung, in Deckung, in Deckung. Vorsicht, sonst bin ich nachher noch down. Autsch, 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 autsch. Nein, 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 nicht mit mir. Nicht mit mir. Ich hoffe, ich kann den irgendwie besiegen. So, oh mein Gott. Alter, die sehe ich nicht einmal. Die sind unsichtbar, diese fiesen kleinen Dinge, ey. Die sind zum Teil gar nicht mal so richtig sichtbar. Scheibe, Mann. Okay, das sieht schon ziemlich nice aus. Irgendwie auch ein bisschen krass, ne? Ich muss jetzt hier reingehen. Ich muss das Ganze aktivieren. Okay. Okay, wir haben es gescannt. Okay, sehr gut, Leute. Oh nein, oh nein, oh nein. Bitte sag, das ist nicht wahr. Oh nein. Scheibe, habe ich jetzt die richtige Deckung gewählt? Nein, nein, nein. Shit. Ja, jetzt habe ich wirklich, ein bisschen große Scheiße gebaut. Autsch. Nein, 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 nein. Besiegen wir, komm. Es muss einen Weg geben. Okay, den habe ich besiegt. So, den besiege ich auch noch kurz. Oh mein Gott, nein. Nein, 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 niemals. Ja, ich gehe besser wieder auf, Leute. Ich muss in Deckung, ich muss in Deckung, ich muss Deckung. Ich muss Deckung haben. Sonst läuft hier gar nichts. Scheibe, Mann. Okay, komm, das schaffen wir. Action muss auch wieder hier sein. Ja, Mann, jetzt zerfetze ich den. Oh, jetzt habe ich wieder eine bessere Deckung am Start. Ja, das gefällt euch nicht so gut, ne? Autsch. Ah. Ah, Mann. Sehr gut. Eliminiert. Autsch, Alter. Der eine schießt, glaube ich, immer noch auf mich, so intensiv. Okay, jetzt ist Schluss mit lustig. Einer ist noch da. Und zwar genau dieser. Den muss ich jetzt eliminieren. Scheibenkleister. Keine Ahnung, wie ich den eliminiere. Der kann sogar noch Feuer auf mich werfen, ey. Und ich habe nicht einmal mehr... Mit der Rakete habe ich einfach nie genügend Munition. Das regt einfach so auf, Mann. Okay, nicht getroffen. Nicht getroffen, daneben. Okay. Gut, ich hoffe mal, der hört jetzt mal auf. Ja, jetzt übertreibt das natürlich. Jetzt kommen wieder mehrere von diesen feindlichen Einheiten. Ja, wer hat es nicht gedacht?
jetzt ist Schluss. Okay, ich bleibe hier hinten und wenn sie kommen, dann kann ich sie direkt angreifen. Kommt her! Okay. Jetzt muss ich mich wieder um diese Dinger hier kümmern. Okay, dann nehme ich halt wieder diese Waffe. Mit dieser kann ich auch sehr gut zielen. Scheibe, Mann. Alter, bitte sag mir nicht, ich habe keine Munition mehr mit der anderen Waffe. Jetzt habe ich mit dieser auch keine Munition mehr. Ey, nein. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Oh Leute, wir haben ihn bald erledigt. Viel braucht es nicht mehr. Bald habe ich ihn. Schon ziemlich bald, Leute. Okay, das Hin und Her Spiel können wir jetzt eine Zeit lang machen, Leute, bis ich den eliminiert habe. Oh nein, jetzt hat er mich wieder getroffen. Komm, feuern. Jetzt tut er alles dafür, ne? Okay, wir haben's. Wir haben ihn getötet, Leute. Er ist down. Wie läuft der Scan? Nicht gut. Die Allmacht ist untrennbar mit der harmonischen Resonanz der magnetischen Fluxkanäle der Sonne verbunden. Was? Wenn Zavala die Allmacht in die Luft jagt, geht die Sonne auch hoch. Ich schließe mich wieder meinem Einsatztrupp an. Leute, wir haben es geschafft. War auch wieder ziemlich actionvoll, ey. Sag mir, Sprecher, womit verdienen sich eure Hüter ihr Licht? Was ist der Preis einer solchen Macht und Unsterblichkeit? Hingabe. Selbstopfer. Tod. Tod. Erkläre. Hingabe ist der Quell des Mutes. Mut führt zu Aufopferung. Aufopferung führt zu Tod. Also... Tu dir keinen Zwang an. Hingabe. Aufopferung. Ich wurde als Außenseiter geboren. Als Schwächling. Wie es bei den Kabalensitte ist, wurde ich dem Tod überlassen. Ich wurde von einem alten, in Ungnade gefallenen Lehrmeister aufgenommen. Er sah in mir... einen Nutzen. Er zog mich groß, lehrte mich, bildete mich aus. Im Gegenzug sollte ich als Mittel für seine Rache dienen. Gegen das Imperium, das ihn einst verhöhnte, sich selbst verhöhnte. Zurückweisung, Spott, Folter, all das macht mich stärker. Ich wollte nicht nur Anerkennung, ich wollte Ruhm. Hinter meiner Maske, Sprecher, steckt ein Gesicht der Hingabe und Aufopferung. Ich werde das Licht nicht an mich reißen. Das hieße zu scheitern. Und ich scheitere nie. Siehst du nun, warum ich auserwählt werde? Ja, das sehe ich.
Ich sehe alles, was du getan hast. Die Operation auf dem Jupitermond war ein Erfolg. Sobald der Käfig fertig ist, haben wir alles, was wir brauchen, um mit der Extrahierung des Lichts zu beginnen. Dominus, die Frucht unserer Arbeit ist hier. Sie gebührt uns. Es braucht nur dein Wort. Nein, nicht so, mein alter Freund. Es ist der einzige Weg. Glaub es mir. Nicht für mich. So, ja, war eine wirklich sehr krasse Mission wieder, ne? Also eben, wie gesagt, wird auch immer heftiger, geht auch immer mehr zu und her, also wirklich richtig tolle Folge wieder, ne? Also bis jetzt war jede Folge richtig spannend und richtig cool eigentlich in Destiny 2, also es gibt eigentlich nichts zu bezweifeln im Moment. Was du also sagen willst, ist, wie wir es machen, ist es verkehrt. Im Gegenteil. Jetzt, wo wir wieder zusammen sind, haben wir vielleicht eine Chance. Fakt ist, zerstören wir die Waffe, lösen wir eine Kettenreaktion aus und statt unserer Sonne gäbe es eine Supernova. Naja, zumindest sind wir zusammen. Genau. Wir wissen, was zählt. Die Freiheit des Reisenden. Ich glaube, wir drei und ein großer Haufen Sprengstoff wäre eine Option. Wisst ihr, ich habe immer noch den Vex-Teleporter. Die Reichweite ist gering, wir müssen also ziemlich nah ran. Dann müssen wir es eben innerhalb der Stadtmauern versuchen. Aber ohne das Licht wird ein Angriff auf die Mauer sicher scheitern. Wir könnten... Es gäbe kein Zurück mehr. Das ist es wert. Wie kommen wir rein? Wisst ihr... Die Stadtmauern sind fast wie dieser Stall. Man kann ungesehen hindurchschlüpfen, wenn man weiß, wo. Du bist sicher keine Jägerin von mir? Capes finde ich albern. Ach so. Schicker Poncho. Ihr müsst euer Team ohne Aufsehen in die Stadt bringen. Meine Leute und ich können euch helfen. Am liebsten schießen wir sowieso auf böse Jungs. Hawthorne, es reicht schon, dass wir unser Leben aufs Spiel setzen. Aber du musst das nicht tun. Du bist kein Hüter? Glaubt ihr, dass nur ihr Opfer bringen dürft? Ihr vergesst, dass wir die ganze Zeit auch ohne Licht überlebt haben. Es gab eine Zeit, da war dieser große weiße Ball am Himmel für uns alle da. Wird Zeit, dass wir den Gefallen erwidern. Ob Hüter oder nicht. Tolle Rede und so, aber was ist denn mit der Supernova und der Auslöschung der Menschheit und so? Wenn wir die Allmacht nicht zerstören können, schalten wir ihre Waffe aus. Dafür brauchen wir einen bestimmten Hüter. Wir brauchen eine gute Tarnung, wenn wir durch eine Kabal-Armada fliegen wollen. Wenn ihr ein Kabalschiff braucht, gibt es in der Nähe eine Basis. Aber sich reinzuschleichen wird nicht einfach. Oh, wir schleichen nicht mehr. Wenn ich eines von Kate gelernt habe, dann die Wirkung eines großen Auftritts. Wie rührend. Will jemand eine Umarmung? Ein Drücker? Nein? Nicht kuscheln. Gut, ja, dann bin ich mal gespannt, was die nächste Mission sein wird. Also eben, die Story wird auch ziemlich spannend. Immer wieder, also eben jetzt vor allem in dieser Phase, wird es wirklich hochspannend, sogar die Story. Das merkt man wirklich auch an diesem Spiel. Obwohl dieses Spiel eigentlich, ja... schon etwa 2 Jahre alt ist. Gut, ja, dann würde ich doch mal sagen, schauen wir natürlich, was die nächste Mission ist. Wir sind jetzt hier wieder beim alten Spawnpunkt, wo wir schon mal waren. So, ich gehe jetzt mal hier zum Navigator, dann schauen wir natürlich bei den Quests, was die nächste Aufgabe ist. Okay, unsere nächste Aufgabe ist nämlich hier, dass wir natürlich... Toastland europäische Todeszone. Schließe das Abenteuer eines neues Grenzland in der ETZ ab. Okay.
Gut, ich würde sagen, mit dieser Person, wo wir natürlich hier sprechen müssen, sprechen wir natürlich. Gut, ich gehe jetzt mal gleich hier hoch. So, dann können wir nachher schauen, was natürlich dann auch die nächste Mission ist für die nächste Folge. Und diese Ansagen, die natürlich diese Person macht, könnte auch noch wichtig sein, damit wir auch ein bisschen mehr Infos haben über die nächste Folge, um was es sich handelt und um was es dann geht und so weiter. Gut, Suraya Heftron, mit ihr haben wir schon mal gesprochen, also würde ich sagen, schauen wir, was das nächste ist. Fühlst du dich selbstsicher, Hüter? Du wirst schnell lernen, dass Überleben nicht nur mit Können zu tun hat. Wenn du auf Großwildjagd gehst, es sind Freunde, die dir notfalls den Rücken frei halten, absolut unerlässlich. Okay, gut, dann würde ich sagen, erinnerst du dich noch an die Kabalbasis in der Nähe? Ein Kumpel von Gaul ist da der Boss. Tumus. Wir wissen, dass er Zugang zur Allmacht hat. Du stürmst die Basis, klaust Tumus Schiff, schleichst dich damit an Bord der Allmacht und legst sie lahm, bevor unsere Sonne zerstört wird. Ach, okay. So, Tumus kannst du dann auch gleich erledigen. Gib okay, Leute. Und wir stürmen die Stadt und erobern sie zurück. Gut, Muss das machen wir. Ich hätte nicht gedacht, dass du von einem interplanetarischen Ausflug zurückkommst. Erst recht nicht mit der Vorhut. Ich sag dir, die Rotlegion hat keine Chance. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir das Ganze mal an. So, gut. Dann würde ich doch mal sagen, schauen wir dann, was jetzt die nächste Mission ist. Genau, neue Mission verfügbar. Ja, wahrscheinlich wird das sicherlich auch wieder auf einem neuen Planet wahrscheinlich vielleicht stattfinden. Genau, das sollte schon markiert sein. Es findet nämlich auf diesem Planet statt. Rache, genau. Die nächste Mission wäre dann die Rache, Leute. Ja, ich freue mich auf jeden Fall mega. Und ja, das war's auf jeden Fall auch schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Leute. Und bedanke mich an alle Zuschauer ganz herzlich fürs Zuschauen. Und würde sagen, bis zum nächsten Let's Play, Leute. Haut rein, Leute. Und tschüss.